Amen. Amen. We've been speaking about the difference between uh, morality and prophecy. We've been about the difference between morality and prophecy. we between and And what? Good And what we've seen, what we seen, is that prophecy is in fact historical events, is that prophecy in the Tat historische Erwen äh, Ereignisse sind. Reference, sister Aileen. Der Beleg dafür. The reference for prophecy is historical events. 17 manuscript releases. And where exactly? 1.7. Uh, 1.7. 7. What we cannot do is go to a specific quote. Uh, es gibt allerdings kein spezielles Zitat. That shows prophecy is moral events or moral issues. Welches uns zeigt, dass die Prophetie ein moralisches Ereignis ist. But we spoke about three. aber wir haben über die Nummer 3 gesprochen 2014 uh, über 3 889 2001 2014 16 und dort haben wir gesehen was that rather than us being students of prophecy, dass wir uh, eigentlich keine Studenten der Prophetie waren, vielmehr ähm, Beobachter der Prophetie, Historians, Historiker. We were in those und wir waren eigentlich ein Teil dieser Geschichten. Wir waren also nicht die Beobachter der Prophetie, sondern wir waren Teil davon. Und was uns us und was sollte uns beunruhigen, As we review, wenn wir zurückblicken, all of the time. dass wir die ganze Zeit uh, falsch lagen? Mark, Bei jeder Wegmarke war fast jeder in dieser Bewegung auf der falschen Seite. In Bezug auf 1989. You all thought,

2014, Und im Jahr 2014 16 16 We'll go to a specific year a specific event. Da gehen wir zu einem ganz besonderen Ereignis. Which year? Welches Jahr? Which event? 2015, welches Ereignis? Same-sex marriage. Äh, gleichgeschlechtliche Heirat. She's it means internally Termina intern gesehen. Church, not movement. Von der Gemeinde. Frauenordinierung. On both those issues, same -sex marriage, women's ordination, Beide Themen, gleichgeschlechtliche Heirat und Frauenordination. War fast jeder in dieser Bewegung auf der falschen Seite. We believed, Wir haben geglaubt. We were taught, und uns wurde gesagt, wir glaubten und haben es anderen auch so weiter gesagt. Ähm, es für eine Frau falsch war geistlich äh, geistliche Leitung zu übernehmen. Because go to the Bible. Denn wenn man sich die Bibel anschaut, all leaders, all alle geistlichen Führer waren Männer. Today, und heute sieht man, wie dumm und äh, schwach solche Argumente waren. Same history, In der gleichen Geschichte we saw that, or we believed, haben wir gesehen oder geglaubt, dass same -sex marriage das gleichgeschlechtliche Heirat, war es ein direkter Angriff auf die Institution, institution der Heirat, die von Gott gegeben wurde. In 16, Und das hat uns zum Jahr 2016 geführt, to argue what point, um welchen Punkt zu diskutieren. When it came to those two candidates. Wenn es um die beiden Präsidentschaftskandidaten ging. The both of them were equally bad in their own way. Beide waren auf ihre eigene Art und Weise genauso schlecht. And of course that cannot be correct. Und das kann natürlich nicht richtig sein. We took Daniel 11 Vers 2 and manipulated that. Wir haben äh, Daniel äh, Vers 2 angeschaut und haben an diesem Vers herumgeschraubt. Ein 112. Daniel 112. Daniel 112. He shall be far than the rest. Er wird viel äh, mehr Reichtum haben als die anderen. Diesen, äh, diesen Abschnitt haben wir verdorben, verdreht so that we could incorporate the possibility of um, Hillary Clinton dass wir damit ausschließen konnten, dass Hillary Clinton gewinnen konnte. Äh, oder es war die Möglichkeit, dass sie auch gewinnen konnte. The evidence Jeder Beweis to Trump. hat sich auf Trump bezogen. So why are we making mistakes? Und warum haben wir Fehler gemacht? Weil wir selbst noch konservative waren. So, that's the correct answer. So you go back to uh, 1989. Also zurück zu 1989. Time of the End Magazine. Was das äh, Zeitschrift die Zeit des Endes angeht. And what is the mentality of God's people? Was ist dort die Mentalität von Gottes Volk? Sie sind konservativ. At the end of the world, am Ende der Welt, the consolidation of powers, die Zusammenführung der Mächte. What spirit prophecy quote is that? Welcher um, Zitat aus dem Geist der Wa Weisheit ist das? Spirit prophecy quote. Zitat aus dem Geist der Weisheit. Test minister of the church. Sorry. Testimonies to the Church. Testimonies for the Church. Volume. Band. Nine. Page. Band. Eleven. Seite. Eleven. Elf. Read. Let's find it. Read. Good. So the powers of evil Die, Me die Mächte des Bösen just do it in English first they can't pick it up. The powers of evil are consolidating. Verbinden sich. And who are the powers of evil that are consolidating? Und was waren die Mächte des Bösen, die sich miteinander verbunden haben? Bible Bibelvers bitte. Revelation. Offenbarung. oder I didn't understand. 13 Dreiz Offenbarung 13 und 11 Revelation Offen 16 Offenbarung 16 Verse. Vers Sister Esther Look 13 Vers 13. What? Offenbarung 16, Vers 13. Was sagt es, Sister Esther? Was auch immer du tun möchtest, ich habe keine Unclean Spirits. Der Drachen und der falsche Prophet treten auf. The beast. Und das Tier... The dragon, the beast, and the false prophet Drache, coming together. Tier, falscher prophet, sie kommen zusammen. This is the consolidation of the powers of evil. Here konsolidieren um, sie sich, sie kommen zusammen. Spirit of prophecy quotes sister Aileen. As we just gave it, just reminding us. Nein. Bible verse? Also wir suchen hier nach einem Geist der Weissagung Zitat und Bibel so Zitat we're in 16 now. 2016 Wir, wir finden uns im Jahr 2016 The Elections are in full swing. Die ähm, they're, they're Wahlen sind in vollem Gange. And we're more and more Und unsere Unsicherheit wächst, of who's win. wer denn gewinnen würde. What's that Woher kommt diese Unsicherheit? Denn im Januar we were quite clear. Waren wir noch, haben wir das noch ganz klar gesehen. Why we Warum... Äh, um, sind wir uns nicht sicher? Not that bit. Weil wir nicht richtig lesen. Not that bit. Weil wir konservativ sind. Because the newspapers weil wir die Zeitungen lesen. And what are they telling us? Und sie sagen uns was? Who's win? Wer wird gewinnen? Forget the Globalist. Vergesst die Globalisten. Who's gonna win? Wer wird gewinnen? Clinton's win. Clinton wird gewinnen. That's what the news media is teaching. Das haben uns die Medien alle gesagt. So Jetzt sind wir nervös geworden. In fact, I'm at a camp meeting, ich war äh, einmal bei einem Camp Meeting and I say publicly that, und ich habe öffentlich gesagt, Trump is gonna win, dass Trump gewinnen wird in the summer of 16, im Sommer 2016. And the people begin to panic und, the die, Le und die leute haben panik gekriegt saying, weil sie gesagt haben What if you're wrong? was ist, wenn du falsch bist we'll look silly. wir sehen dann äh, dumm aus so In the movement, we've become nervous. In der Bewegung sind wir nervös geworden. Because all the evidence, weil jeglicher Beweis, is looking like Clinton will win. Dahingegen, dass Clinton gewinnen wird. And so, because all the things you said, uh, a ideology. I weil wir, <laughs> weil wir. konservativ sind, die falsche Ideologie haben und nicht richtig lesen und, und wir von den drei Einheiten ein falsches Verständnis haben, weil wir konservativ sind, model, haben wir ein falsches Verste Verständnis des prophetischen Modells, given to us, das uns gegeben wurde, when? und zwar wann. Back here, 1989. The Time of the End magazine, Im Magazin äh, die Zeit des Endes. That if you have Trump, Wenn du jetzt Trump hast. Wer who, ist Trump? Wer ist Trump? Power? Äh, die Frage ist jetzt, kommt der falsche Prophet zur Macht? Or Clinton, Oder Clinton. The Dragon, der Drache. The result will be the same. Das Ergebnis wird immer das gleiche sein. And that's silly in the, in and of itself. Und das ist Dummheit in sich selbst. Because why do we not know, Denn warum können wir nicht wissen? In 16, Im Jahr 2016 Wie das Sonntagsgesetz verabschiedet werden würde. Who will drive it through? Wer würde es durchbringen? Who will drive it through? Wer will the false prophet, the false prophet, oder or, or the dragon, oder We should Drache. have known by that stage, who's doing Und what? Damals hätten wir es wissen müssen, wer was tut. And for us to claim that we don't know what will be the driving power. Und wenn wir jetzt nun. Ähm, Sagen, wir wissen nicht, wer die Macht ist, die dahinter steht, sollte diejenigen beunruhigen, die jetzt äh, na, den äh, FFA folgen. Denn sie sind so, sich so sicher, dass sie so viel wissen and yet only four years ago, und doch nur vier Jahre, äh, doch vor vier Jahren dann damals wussten sie nicht durch wen oder wie das sonntagsgesetz ähm, ähm, verabschiedet wird you can't have it both ways. es geht nicht auf beide Arten. according to them gemäß ihren aussagen And yet, und jetzt what does Revelation 13, actually say? was sagt uns offenbarung 1311 tatsächlich That the lamb, dass das lamm That the lamb becomes the dragon. dass das Lamm zum Drachen wird and if the dragon is Globalism, und wenn der Drache Globalismus ist and the lamb is America, und das Lamm Amerika darstellt or Isolationism, oder Isolationismus make America great, äh, in dem Sinne, mach Amerika wieder groß, you see you have conflicting models. dann hast du Modelle, die sich ähm, widersprechen. So. In 14, Im Jahr 2014 we're completely wrong on our prophetic model. lagen wir komplett, was unser prophetisches Modell anging, falsch. Plus und es kommt hinzu: in Es gab viele geheime Bewunderer von der äh, Politik von Trump. They feel, they think, or they thought, That his arguments had merit. Sie haben gedacht, dass seine Argumente had merit. Um, they I were good arguments. He had a point when he when he made his argument Dass arguments. er mit seinen Argumenten den Punkt getroffen hat. So these people were secret Trump lovers. Sie waren, äh, diese Leute waren äh, geheime Liebhaber von Trump. Und Trump, his ideology, und Trumps Ideologie, is what? Is was? This one here. Diese hier. Right-wing conservative Protestantism. Rechtsgerichtete Protestantism. Protestantism. And So many people in the movement, viele in der Bewegung, All on the wrong side. Wir befinden sich alle auf der falschen Seite. We have it here on the board. Wir haben es hier auf der Tafel. Conservative USA. Conservative, Conservative USA, USA. Conservative USA. Immer konservative USA. That's where most people in this movement were in where they were in their thinking. Da äh, haben sich die meisten Menschen in der Bewegung befunden in diesem you in diesem to, Denken. To 2018, 19. Aber 2018, 19. So, we have 30 years of failure. Da liegen 30 Jahre des Fehl Fehlschlags dazwischen. We'll stop there. Und hier machen wir einen Punkt. We have 30 years of success. Wir hatten 30 Jahre Erfolg. Were we successful? Waren wir erfolgreich? I just stated it as a fact. So, you're saying it was not factual. I said I'm lying. You said Now, it as a fact? I said it. we have we have I didn't say have we, we have 30 years of success. Also ich sage, wir haben 30 Jahre Erfolg gehabt. Yes, yeah, so I said stop. Und hier sage ich stop. So I wanted to stop that thought and give a new thought. Und hier möchte ich den Gedanken beenden, aber einen neuen hinzufügen. Repeat and enlarge. Äh Wiederholung und Erweiterung. We have 30 years of success. Wir hatten 30 Jahre Erfolg. So I'm not asking you, I'm telling you we do. Jetzt sage ich euch etwas. So you finish the sentence. Und ihr beendet den Satz. We have 30 years of success. Wir hatten 30 Jahre Erfolg. As As no, as what role? In welcher Rolle? What is our role? As observers. As Beobachter. Observers of special history. Beobachter ganz besonderer geschichtlichen Ereignisse. Observers of prophecy. Beobachter der äh, Prophetie. We saw the fulfillment in order. Wir haben äh, gesehen, wie sich die Ereignisse in ihrer Reihenfolge erfüllten. At least we saw them one two three. Sorry. At least the order was äh, one two three. Also mindestens eins zwei drei. Even though we couldn't run a thread through them. Even though obwohl wir ein durchgängiges Thema finden können, so nicht, we find. We could not run a a wir consistent konnten kein theme. durchgängiges Thema finden. So we were wir waren erfolgreich as als Beobachter, Because we got them all correct. weil alles richtig war. Wir hätten uns auf die Schulter schlagen äh, können und sagen, wir haben einen gutes, guten Job gemacht. But as a sudden and ugly surprise, Aber als ein äh, plötzliches und äh, schreckliches Ereignis, Überraschung. We find ourselves, haben wir uns selbst dort wiedergefunden, not observers, dass wir keine Beobachter mehr sind, but being observed. aber selbst beobachtet werden. Not as the ones that are testing people, Nicht als diejenigen, die die Menschen prüfen, but as those who are being tested. sondern in der Position, wo wir selbst geprüft werden. And then we see utter failure. Und dann haben wir festgestellt, vollständiger Fehlschlag so we were completely successful in one role In einer Rolle waren wir vollständig erfolgreich and complete and utter failures in another role. und haben komplett gefehlt in einer anderen Rolle Esther? Schwester Esther we were completely successful as Wir waren völlig erfolgreich als Service. Beobachter and complete failures as und haben völlig, völlig versagt als good we'll call it participants als teilnehmer when we participate in the history wenn wir teilhaben in der geschichte we failed da haben wir gefehlt was haben wir 30 jahre lang gemacht wir haben Wir haben uns immer auf der falschen Seite des Themas wiedergefunden. We were gambling, we were gamblers, wir, wir waren Spieler. We kept on picking the wrong horse. Wir haben immer aufs falsche Pferd gesetzt. We kept on on the wrong side. Und es hat sich gezeigt, dass wir immer auf der falschen Seite lagen. I'm that as fact. Ich sage das als Tatsache. warum nicht du nicht Woher wei warum weißt du nicht, Schwester Termina, that for all these years, dass in all den Jahren you are failing. du fehlgelegen bist? How come you don't know? Woher weißt du das? Ich hatte die Informationen nicht. Ich habe in Blindheit. Welche Informationen hattest du nicht? zwischen den beiden Ideologien. Wenn ich über mich nachdenke, ich hatte kein Interesse an Politik. You Hast du nichts über die moralische Mehrheit gewusst? You don't Elder about them. Weißt du nicht mehr, dass ältester Jeff ständig darüber gesprochen hat? We'll go with that then. You knew about that? Yeah? Yeah, yeah but it always was driven the Sabbath Sunday So the whole story Die about good and bad people über schlechte und gute Menschen. Is all focused on what issue? Bezieht sich immer auf welches Thema? Sabbath. Um den Sabbat. And what kind of Sabbath keeper are you? Und welche Art bist du? Good. Ein Guter, der Gute. Good. So therefore, you're what kind of a person? Deshalb bist du welche Art von Mensch? Ich bin eine Gerechte. Good one, a good righteous person. So you eine could gute, never conceptualize that you were bad. Du konntest niemals erkennen, dass du auch schlecht sein könntest. Brother Wolfgang, are you familiar with the moral majority as it was taught in the movement over the years? Warst du, um, hattest du gewusst über die moralische Mehrheit, wie es in der Bewegung gelehrt wurde? Not really. Nein. No? Um, Nicht wirklich. Okay, so I won't go down that road then. If not enough people here have a consciousness about that. Uh, the term moral majority was used. Also der Ausdruck moralische Mehrheit wurde gebraucht. But perhaps you're, I think, as Tamina has said, you're more comfortable with apostate Protestantism. In der Beziehung, was den abgefallenen Protestantismus anging. So, why did you not identify yourself with these apostates? warum hast du dich nicht selbst auf die Seite der Abgefallenen gestellt? We Weil wir den Sabbat gehalten haben. We kept wir haben den Sabbat gehalten. Wir haben nicht an das tausendjährige Reich geglaubt. Don't in the rapture, wir haben nicht an die geheime Entrückung äh, geglaubt. State of the dead. Und auch den Zustand der Toten haben wir nicht geglaubt. The wir haben die Karten nicht abgelegt, gelehnt. So, where would you place Wo würdest du denn die Adventisten hinstellen? In welche Ecke? Good or bad? Gut oder schlecht? So, okay, on the way to being really, really bad, <laughs> Sie sind auf dem Weg, wirklich, wirklich schlecht zu werden. So how are you separating yourself from Adventism, because <laughs> separated yourself from apostate Protestantism? Uh, wenn, uh, wie uh, trennst du dich denn vom Adventismus, uh, denn du hast es doch mit dem abgefallenen Protestantismus auch gemacht? What's Adventism doing wrong? Was machen die Adventisten <laughs> falsch? 25, 20. 25, 20. Rejecting? Rejecting, prophecy. Prophetie abgelehnt. They rejected Die Pioniere abgelehnt. So they rejected the reforms, Sie haben Reformen, Pioniere. The charts. Die Karten. Ellen Alan White. Alan Wir White. Al, haben äh, Also unsere ganze Vergangenheit abgelehnt. So, 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 if you reject your past, Wenn du deine Vergangenheit ablehnst, was Wozu bist du dann nicht mehr in der Lage? Understand? Present. Uh, dann kann ich die, uh, wenn ich die Vergangenheit ablehne, kann ich die Gegenwart so if, nicht verstehen. Past, wenn du die Vergangenheit ablehnst, you are to the present, kannst du die Gegenwart nicht mehr erläutern. And then, Resta, Und dann you will make about, machst du Fehler über was? So that's what we read in this passage, passage seventeen MR. What was the mistake about? The future you will die Zukunft. understand the future. Verstehen wir die Zukunft falsch. Isaiah forty six verse ten. You get the past wrong. Du hast, liegst also in der Vergangenheit falsch. You misread the present, du liest die Gegenwart falsch. And therefore you won't understand the future. Und deshalb wirst du die Zukunft nicht verstehen. This is what we Adventism of. Und äh, dahingehend äh, geht unsere Beschuldigung gegenüber den Adventisten. We understand the present. Wir verstehen die Gegenwart. Why? Warum? Weil wir die Vergangenheit verstehen. What methodology is that, Was für eine Methode, AD? Methodik ist das? The present and the past. Gegenwart und Vergangenheit. Oder. 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 Isaiah 28. Oder Jesaja 28. Sie hat es dir erzählt. Ist es leer oder nicht? Line upon line. Linie auf Linie. Verse. Vers. Vers. Check. Jesaja 28, wo geht es um Linie auf Linie? And Vers dreizehn und back back. Is it verse twelve? You sure? Ten. Zehn und dreizehn. Verses ten and thirteen. Zehn und dreizehn. So we encapsulated this concept with the term line upon line. Dieses Konzept haben wir als Linie auf Linie beschrieben. Line upon line. Linie auf Linie. So what Bible verse is Welcher Bibelvers steht Not dahinter? One. Good. Jesaja 46, Vers 10. And what's the principle? Und welches Prinzip steht dahinter? Ja, das wir just discussed. Not das so Prinzip, in the verse was wir jetzt gerade besprechen. Just recap what we've already said. The, the issue that we don't like Adventists. Das Thema, warum wir Adventisten nicht Adventism. mögen, den Adventismus. What have they done? Was haben Sie mit der Vergangenheit getan? They don't the past. They the past. We Sie haben die it. Vergangenheit abgelehnt. You can't understand the present. Du kannst deswegen die Gegenwart nicht verstehen. And therefore, you make mistakes about the future. Und deshalb machst du äh, Fehler, wenn es um die Zukunft geht. Because Adventists know about the future. Adventisten wissen um die Zukunft. Sie brauchen nur den großen Kampf anschauen und dort steht, was in der äh, Zukunft passieren wird. But they make mistakes. Aber sie haben Fehler gemacht. They make mistakes about the future. Sie machen Fehler über die Zukunft. Warum? Warum? Because they don't understand the present. Weil sie nicht wissen, was jetzt und heute vor sich geht. And they don't understand the present. Und weil sie das nicht wissen. They make mistakes. They forgot. Sie vergessen. Is they make mistakes in the future. Because They reject it. What? The past. Sie haben die Vergangenheit abgelehnt. That done. They the past. Uh, sie haben die Vergangenheit nicht nicht vergessen, aber die richtige Formulierung wäre: Sie haben sie abgelehnt. Es ist ja alles dokumentiert. And we have in the Und wir haben äh, kompetente Historiker in der Gemeinde. So it's not because they forgot, Sie haben es also nicht vergessen. They just don't accept. Sie nehmen es aber nicht an. So, if you've been in the any of time, wenn du eine gewisse Zeit in der Bewegung dich schon befindest, know that, um, such as the BRI, dann äh, weißt du, dass ähm, äh, eine Einrichtung wie das BRI, Biblical Research Institute, we'll just call them theologians. Sagen wir einfach mal die Theologen. They reject. This version of history, Die haben diese äh, Version der, His äh, der Geschichte abgelehnt. The trumpets. Die tr äh, Posaunen. Revelation, Offenbarung Chapter 8 Offenbarung acht, and nine. und 9. So they reject that. Sie haben das also abgelehnt. They say it's inaccurate. Sie sagen, das stimmt nicht. And so it's not that they don't know what was taught. Sie, äh, es geht also nicht darum, dass sie nicht wissen, was gelehrt wird. Sie glauben es nicht. So past, Wenn du die Vergangenheit ablehnst, Islam, den Islam zum Beispiel, what's was passiert dann in der Gegenwart? Nothing for them. They don't understand. Sie verstehen es nicht. Think, sie glauben nur, dass An issue about oil. Sie, sie glauben, es geht ums Erdöl. Denn wir wissen, dass äh, das, Öl, äh, das Thema Öl das ist, worum es im Moment überall geht. But what they don't understand Aber was sie nicht verstehen, ist, was im Untergrund vor sich geht. About 9/11, as an example. Über 9/11 zum Beispiel. Why does Islam hate the West? Warum hasst der Islam den Westen? What is going on prophetically? Was geht prophetisch davor? Therefore, and deshalb, you can't understand the future. Kannst du die Zukunft nicht verstehen? The future is about the role of the United States, Russia, papacy, Islam. Und in der Zukunft geht es um Die Vereinigten Staaten, Russland, das Papsttum und den Islam. We've seen clear of that since the in our Seit der Trennung unserer Bewegung haben wir dafür einfache Beispiele gesehen. Simple. Yeah? What was it? Simple examples. Anyway. I can't remember what I said, I'm yeah. sorry. Anyway. That's correct. We'll, we'll use the date. Um, 1798. Wir benutzen nun mal das Datum 1798. A bit before. Und etwas davor. We're in Revelation 11. Wir befinden uns in Offenbarung 11. What power are we dealing with? Mit we um welche Macht geht es dort? France. Frankreich. France is. Before we do all of that. France is. verse. Which verse have we spoken about? Welche, wo, in welchem Vers finden wir Frankreich? Verse 13. Im Vers 13. What do we pick up? Was nehmen wir da heraus? 10. 10. Teil. In this picture, work, what is the city? Wo ist hier die Stadt in diesem Bild? The ten horns, Die ten horns, they're the city. Sie stellen die Stadt dar. Of them Denn ein Zehntel davon over here hier is ist Frankreich. So, did you say? Was wolltest du sagen? Offenbarung 11, about... 11 erzählt die Geschichte über. King of the South. über den König des Süden, Südens. So if is the King of the South, wenn also Frankreich der König des Südens ist, King of the South has been dead, und dieser gestorben ist, tot ist. Since what year? In welchem Jahr? Year. Welches Jahr? 31 BC. 30 vor Christus. 31? 31 vor Christus. Also, der König des Südens ist schon lange gestorben gewesen. Wenn Frankreich nun plötzlich zum König des Süden wird, we just 1798. That, of wir, wir nehmen jetzt mal 1798, aber ist bereits davor. What date you want to pick up. Welches Datum würdest du nehmen? Maybe 1789. 1798 vielleicht. 89. What was it before that? Was Yes. Was war Frankreich davor? Before it became the King of the South. What was it then? Was war es, bevor es zum König des Südens wurde? König des Nordens? So it was one of the ten. Es, äh, Frankreich war eins der zehn. It's still one of the ten now though. Es ist auch jetzt noch eins der zehn. So if it's the king of the south now, what was it before? Because it's always been one wenn of the es heute ten. der König des äh, als wenn es damals der König des Südens war, was war es davor? So if it was the king of the north before. Wenn es davor der König des Nordens gewesen wäre. Therefore you're going to use the argument. Dann brauchst du das Argument. That the king of the north. Dass der Nordkönig. Is this church state relationship? Die äh, Verbindung zwischen Kirche und Staat ist. that you can look at it from the perspective of being the papacy? Du kannst Church. es, du kannst es von der vom Papsttum der Kirche ansehen. Du kannst es aber auch von der Staatsseite sehen. So the King of North is the state. Der König des Nordens ist also dann der Staat. Und nun befinden wir uns in unserer Bewegung dort. Oder sagen wir mal in der Linie der Priester. The for now teach what? Das äh, FFA Future for America nun was predigt, dass Amerika nicht mehr der Nordkönig sei und, und auch niemals war und dass wir ähm, Irrtümer bezüglich dieses Themas gelehrt haben und worauf gründet sich das? A superficial of 11 verse Eine übernatürliche Oberfläche, Lesart von Daniel 11, Vers 14. And by what issue? Und wodurch wurde das hervorgerufen? This one. Von diesem hier. The of Die Zusammenführung von Mächten. So, in 14, 15, 16, Deshalb äh, in den Jahren 14, 15, 16. Wir haben keine Fähigkeit, no zu verstehen, wer gewinnen wird

und wir haben immer gedacht, wir sind die Guten. So Und ich denke darüber nach, ähm, äh, über was beschuldigen wir die Adventisten? Wir haben uns auf Sabbatssonntag äh, fokussiert. Daher waren wir die Gerechten. And what we of, und die Adventisten haben wir dahingehend beschuldigt. We are, um, we commit the same crime. We're complicit in the same way that yeah. they are. Dass wir genau, die haben genau das Gleiche gemacht. Wir haben das Gleiche gemacht. Wir haben die Adventisten angeschuldigt und haben es doch genauso gemacht. Kannst du das erklären? You, first, tell wir what do we accuse them of? Uh, wie lautete unsere Anschuldigung gegenüber der Gemeinde? So we said they the past. Wir haben gesagt, ihr habt die Vergangenheit abgelehnt. They can't the Deshalb könnt ihr die Gegenwart nicht verstehen. Okay. So, we said to Adventist. Wir haben den Adventisten gesagt. You hate this chart, du ha ihr hasst diese Karte. You it. Ihr habt sie abgelehnt. That's why you don't what's Und deswegen versteht ihr nicht, was gerade passiert. And you got the wrong. Und ihr werdet auch die äh, Zukunft falsch auslegen. Und das Einzige, warum sie falsch in der Zukunft sind, is that we know when the Sabbath Sunday issue is äh, Weil wir wissen. Can you explain it in another way? This sentence. The reason, the mistake that they're making. Der uh, Fehler, den sie machten, is not the issue. Dabei geht es nicht um das Thema. It's the timing of the issue. Es ist die, um, die das Zeitelement des Themas. They don't know when the Sunday law is happening. Sie wissen nicht, wann das Sonntagsgesetz kommt. Because they don't understand what's happening. Weil sie nicht verstehen. Because they rejected the chart. Weil sie die die Karte ablehnen. But now. Jetzt aber. Sister Sarah said, we're making the same mistake Schwester Sarah wir machen den gleichen Fehler the church. die Gemeinde Because we too don't understand what's currently going on. Denn wir verste verstehen auch nicht was momentan vor sich geht Therefore we're make mistakes the future. Deshalb äh, machen wir auch Fehler was die Zukunft angeht so why don't we understand what's happening today? Warum verstehen wir denn jetzt nicht was heute vor unseren Augen passiert? Because we rejected the past. Weil wir die Vergangenheit abgelehnt haben. Welche Vergangenheit haben, haben wir abgelehnt? Denn wir sagten doch immer, wir hätten sie angenommen. So, you can say that you accept something. Du kannst zwar sagen, dass du etwas angenommen hast. But the evidence shows that you reject. Aber es ist offensichtlich, dass wir es in der Tat abgelehnt haben. Sister Sarah, your argument? You accepted the chart. Schwester Sarah, du hast die Karte doch you, the priests. Du, als Priester, you accept the one that's over there. Du, uh, hast an what have you rejected? Was hast you accepted everything. Du hast doch alles was hast du denn so what have you rejected? Was hast du this is what is... hard to put your finger on this is what's not tangible What have you rejected. das kann, können wir nicht richtig greifen nämlich das was wir abgelehnt haben. because i don't know how to say this factually or historically you agree with everything factually? fact I, uh, Faktisch gesehen oder historisch haben wir doch mit allem übereingestimmt. you agree with all the dates. Alle Daten waren dir klar. That's history, though. Das ist Geschichte, du hast das verstanden. You agree who was right and who was wrong. Du hast verstanden, und, äh, wer richtig und falsch war. So you agree with everything. Du hast mit allem übereingestimmt. So what have you rejected. Was hast du dann abgelehnt? Wenn du richtig liegst. And you have to be correct. Und du musst richtig sein. Because just set, um, a cause and effect relationship. Denn wir haben bereits Ursache und Wirkung. Aufgezeigt. Based upon 17 MR. Ähm, als Grundlage von siebzehn Manuskriptreleases. And Isaiah forty six. Und Jesaja 46 So you have to be correct. You got testimonies to prove it. Du musst korrekt sein. Es gibt Zeugnisse, warum du korrekt bist. So the question we want to ask ourselves. Die Frage, die wir uns nun selbst stellen müssen, is What have we rejected? Was haben wir abgelehnt? And this is much more Und das ist wesentlich. Subtlety? Sure, and I want to give another one. <laughs> When you do subtle, it's even harder. Ah ja, super. So, so. so. Das ist sehr unterschwellig. I was going to say subtle with an accent. <laughs> yeah. uh, much more subtle and esoteric. Unterschwellig und esoterisch. Oh, you got that one. Okay. I thought that was going to be the hard one. It, it's hard to put your finger on. What are we rejecting? Es ist schwer, deinen Finger darauf zu legen. Also, was haben wir denn eigentlich abgelehnt? Then have a go? Möchtest du. Die sechs Gebote. Das haben wir vergessen und abgelehnt. I know that's correct, ich weiß, das stimmt. Aber ich schlage vor, dass der Fehler, den wir jetzt gemacht haben, is, when you go to their history, liegt darin, wenn Who is there? <coughs> At the beginning of Adventism, ja, wenn, history, wir, wenn wir in die Geschichte zum Anfang des Adventismus gehen using, und die Methodik, die sie benutzt haben, die ihr anschaust, what methodology is it? Welchem, um welche Methodik geht es denn da? One word. Ein Wort. They're not using conspiracies. Sie brauchen keine konspirativen Theorien. Prüftext. Prüf, Prüftext. But, Not numerology proof texting. in. It's das not anything negative. It's positive. Be Belegtexten. Das ist nicht negativ. Proof sondern positiv. text. Belegtexte. If you take one story, ähm, sagt du nimmst eine Geschichte, to explain another story, um damit eine andere Geschichte zu erklären. One story. Eine Geschichte. This one. To explain another story. Um eine andere damit zu erklären. What do we call that? Was wie nennen wir das? Parables. Das nennen wir Gleichnisse. Sie mussten also Gleichnisse benutzen. To explain their history Um ihre Geschichte zu erklären. And what have we done Und was haben wir gemacht? When we look at that history, Als wir diese Geschichte angeschaut haben. Sister Sarah, we reject Wir haben was what, abgelehnt. What are we rejecting? We're rejecting their methodology. We haben ihre Methodik abgelehnt, which is parable teaching. And das war Gleichnislehre. How? Wie haben wir das gemacht? We take their history. Wir haben ihre Geschichte genommen. Which was? Which was their history was literal. No, literal. Ihre Geschichte war. Uh, and we take. Buchstäblich, ihre Geschichte war buchstäblich. Und haben ihre buchstäbliche Geschichte genommen. And we bring it today und haben sie nach heute übertragen. And make it, we make it again. Und schauen sie dann wieder so buchstäblich perfectly right. an. Du warst also vollständig richtig. We commit the same crime of Adventism, Wir haben das gleiche äh, Kriminelle sozusagen. Um, mit übereingestimmt wie die Adventisten But Adventists are babies. aber Adventisten sind wie Babys so Es sind also Kinder aus dem Kindergarten Ihre Fehler sind einfach für uns zu erkennen denn wir sind ja erwachsen You can put your finger on it Du kannst deinen Finger auf die Wunde legen. They burn the charts, sie, haben, easy. sie haben die Karten verbrannt. Das ist einfach zu sehen. But we, Aber wir we wouldn't do that. hätten das doch nicht getan. We put them on and them and, wir haben sie schön eingerahmt, haben sie aufgehängt. Worship them. Wir beteten sie an. But we too have committed the same crime. Aber wir haben dem gleichen Verbrechen zugestimmt. Und Self-Analysis is schwierig. Really und Selbstanalyse ist oft sehr schwer. When you are and Besonders wenn du gebildet, sophisticated, und nach ausgeklügelten Dingen suchst, ja. So what we is not their Wir haben nicht ihre Schlussfolgerungen abgelehnt. Revelation of Baoong Islam, Islam, um, 1844, the sanctuary message, the Heiligtumslehre We accept all of their conclusions. All das haben wir angenommen. What do we reject? Was haben wir abgelehnt? Their methodology, ihre Methode, and if you reject the methodology, und wenn du die Methode ablehnst, then what happens? Was passiert dann? You don't, you don't understand the present. Dann verstehst du die Gegenwart nicht. And so, what are FFA desperately waiting to see? Worauf, äh, äh, worauf sehnt sich, äh, was er sehnt, FFA äh, sehen zu können? Sorry. National sure will get bombed. We'll go with that one. Sorry, what was that? Nashville, the bombing of Nashville. Ah ja, dass eine Bombe auf Nashville abgeworfen wird. But as, as Tamina said, aber wie Tamina gesagt hat, why are you righteous? Warum sind wir gerecht? Weil wir den Sabbat halten. So, the mistake that they're making, der Fehler, den sie nun machen, is they're waiting for the Sabbath issue to come. Weil sie auf das Thema des Sabbats warten. And it's never going to come. Aber es wird niemals kommen. -Law niemals kommen. Dieses Sabbat-Sonntag-Gesetz wird niemals verabschiedet werden. Und, so, Und deshalb, you don't the present, weil du die Gegenwart nicht verstehst, you're make about the dann machst du Fehler, was die Zukunft angeht. Which is? Good. Und das ist in diesem Fall Bomben auf Nashville. The issue Nashville das Thema rund um Nashville herum becomes a incorrect prediction wird zu einer fehlerhaften Vorhersage, you don't even what's today, weil du noch nicht mal verstehst, was heute passiert, because you rejected the of the past. weil du die Methodik der Vergangenheit abgelehnt hast. What woke you up, Sister Tamina? Aline, was hat dich erweckt zu all dem, was wir besprechen? Been a for a long while. Denn du bist schon ein Priester für lange Zeit. So you're fully engaged. Du bist völlig ähm, sorry? involviert, dabei, völlig dabei. Was hat dich erweckt, äh, falsch zu sein auf 1, 2, 3? Good. Die Gleichheit. Here it is. Hier ist sie. 2018 19. Now we're confronted with the issue of equality. Nun stehen wir dem Thema von Gleichheit gegenüber. And you wake up to this Und wenn du, das, wenn du das einmal erkannt hast of what the real issues are. Uh, um was es wirklich geht is I, should, I said plural is singular. Was das wirkliche Thema ist Um, equality, Nämlich Gleichheit. <laughs> nationalism, sexism, homophobia. Nationalismus, sexismus, Schwulenfeindlichkeit. Did you go back into this history, in diese zurück, and you see that bewegst. these are the very issues that are, confr that are confronting society at every single waymark? That's exactly diese, these three entities. Ja, these, yes. That these three themes. in je bei in jeder Zeitperiode die auf jeder Wegmarke die Gesellschaft konfrontiert haben. The loud cry. Das ist der laute Ruf. The midnight cry. Der Mitternachtsruf, That's woken us up, der uns aufgeweckt hat, um uns zu helfen, worum es wirklich geht. We, Wir Without speaking to a particular individual. Ohne dass ich ähm, den Finger auf a, jemanden persönlich legen möchte. We in the movement. Wir in der Bewegung. We were just as criminal. Waren genauso ähm, as kriminell. As Future for America were. Wie auch Future for America. What had they done? Was haben sie getan? What's their criminality? Was ist ihr Verbrechen? Isaiah. Jesaja. Not, didn't forget anything. hat die Vergangenheit äh, vergessen und das abgelehnt, und das ist ihr Verbrechen. And so were we. Und wir haben es genauso gemacht. Many of us held the same views. Viele hatten von uns die gleichen Sichtweisen. In den Jahren 2018/19 haben wir unsere Sinne angestrengt. And it was the of equality, und durch die, 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 die Kenntnis der Gleichheit, we could then go back and see, konnten wir zurückgehen und dann erkennen the parable teaching das äh, Gleichnislehre. From the literal to the spiritual, vom äh, tatsächlichen ins Geistliche übergeht. Help to explain what? Und das hat uns äh, geholfen, was zu erklären. Good. Unsere Gegenwart. To explain or to understand the present. Die Gegenwart zu verstehen. And teaching, you can't the Und ohne Gleichnislehre kannst du die Gegenwart nicht verstehen. And so deceptive, Und was so täuschend ist. is it you can have islam Dass du den islam hier haben kannst you can have russia oder russland you can have the papacy das papsttum and still come to extremely wrong positions und dann immer noch bei extrem falschen positionen landest even knowing all of those things obwohl du über alles bescheid weißt because without parable teaching, you can't go from literal to spiritual. Denn ohne Gleichnislehre kannst du vom Wörtlichen nicht ins Geistliche übergehen. If you don't understand the present, wenn du die Gegenwart nicht verstehst, you will not understand, or you'll make mistakes on the future. Dann machst du äh, Fehler, wenn du über die Zukunft sprichst. So it's this issue here. Dieses Thema hier, where now the movement realizes what. wo die Bewegung nun was ähm, erkennt, dass wir nicht nur Beobachter, sondern auch Spieler, die Spieler sind, die Akteure, es nimmt das Thema der Gleichheit, to us to the reality, um uns äh, gegenüber der Realität aufzuwecken. That now we are being observed. Dass wir, äh, dass wir jetzt diejenigen sind, die beobachtet werden. And if today, Und wenn wir jetzt beobachtet werden, then you are being in the past. dann, wurdest du auch in der Vergangenheit untersucht. Und welche Wegmarkenzahl ist das, Mister the event the waymark name not the date time at the end zeit des endes 2001 what 2001. do you want to call that 2001 wie nennen wir das you can, different names compare the message what else would we call it die macht der botschaft wie haben wir es noch genannt Sowing of the seed former rain Frühregen, das Aussehen der Frühregen. Sunday Law, Sonntagsgesetz. 2014, Rain. 2014 Spätregen. Immature Fruit. Unreife Frucht. Close the probation. Ende der Gnadenzeit. It is. Number four and the last one. Die Nummer 4 und die letzte. Sister Aileen. Good. Jesus kommt wieder. Second coming. Zweite Wiederkunft. So, wir Four-fifths of the way through our history, vierfünftel des uh, Wegs haben wir bereits geschafft, and now we're suddenly realising, und jetzt erkennen wir plötzlich, when you look back, wenn du zurückblickst, what? complete utter failure, vollständiger Fehlschlag. And this is why, und deshalb, broadly speaking, wenn wir weltlich das aussprechen, so breit äh, im weitem Sinn gesprochen, we all feel what. How do we feel? Discouraged, enttäuscht, Wir fühlen uns enttäuscht. Guilty. Dis disappointed, enttäuscht, guilty. You say guilty? Yeah, ja, guilty. Depressed. Depressiv, schuldig. Suicidal. Selbstmord, selbstmordgefährdet. What did Elijah say? What has Elia gesagt? The better I was never born. Es wäre besser gewesen, nie geboren zu sein. What did say? Was hat Hiob gesagt? So, all feeling bad. Also wir sind jetzt, wir fühlen uns jetzt alle schlecht. When you look back, wenn wir zurückschauen, everything that we've touched is been a wreck. It's been destroyed. Alles was wir angefasst haben, ist uh, Zerstört, kaputt If you're gegangen. into fairy tales, you call it the Midas touch. Another story. Now you're all good educated people. Forget that. We'll scratch that off the video. I didn't translate it. That's good. <laughs> no, no, so we go back and we see everything's been a failure. That's wir, part of why we're in this mess today. Wir schauen zurück und erkennen, alles war falsch, und das ist ein Grund dafür. Uh, warum wir heute uns in dieser miserablen Lage befinden? And the who's come to help us, Und die Person, die uns zur Hilfe kommt, kam. What we do with that was haben wir mit dieser Person gemacht? Wir, we haben, actually fight against the person, wir haben gegen sie gekämpft. Who's there to help us. Die hier ist, um uns zu helfen. That should be a sobering thought for us to consider. Und das sollte ein ernüchternder Gedanke sein, für uns zu betrachten. Die Person, die hier ist, um uns zu retten, uns zu helfen, We see that as our enemy. Ähm, sehen wir diese Person sehen wir als unseren Feind an. So, let's summarize. Wir wollen zusammenfassen. Oh, wer ist Person? Jesueth. <laughs> we won't, we won't. Who is the person? We won't repeat that. Um, the messenger of the covenant, Christ. Der Bote des Bundes, Christus. The one who comes to save and help Jacob. Der kam um Jakob zu helfen, ihn zu retten. You fight with the person. Du kämpfst mit der Person. Remember, that's not the only story. Das ist aber nicht die einzigste Geschichte. You have story upon story. Du musst ähm, verschiedene Geschichten hinzufügen. Elia, mit, mit wem kämpft er? Ich würde sagen der Engel, der herabkommt, um ihn zu unterstützen. Job, is a really dark story, isn't Job it? ist eine dunkle Geschichte. Hiob hat doch damit bekommen, sehr stolz zu werden. Er spricht von seiner eigenen Gerechtigkeit. Und Gott muss ihm zeigen, that he's only a mere human. dass er lediglich doch nur ein Mensch ist. But we'll stick with Jacob. Aber lasst uns Jakob betrachten. This angel Dieser Engel kommt down um ihm zu helfen ist herabgekommen vom Himmel um ihm zu helfen. And he's so blind. Und er ist derart verblendet. He's so So enttäuscht. dass er this angel or this person as his enemy, uh, his er ist so verzweifelt, dass er diesen Engel als seinen Feind anschaut. So what we've seen was wir also gesehen haben, Is that the issues of the 1860s, slavery, das ist das Thema der 1860er, nämlich die Sklaverei, the the äh, die Themen der 1890er Jahre, the of government, ähm, die äh, Regierungsfrage, to protect our rights, unsere Rechte zu beschützen, both of these issues are beide Themen, die wir heute denen wir heute gegenüberstehen und wir die gleichen Fehler wie der Adventismus We gemacht have haben. The past. Wir haben nämlich auch die Vergangenheit abgelehnt. They the past in a way. Sie haben die Vergangenheit in einer kindlichen Art und Weise abgelehnt. The past in a very way. Wir haben die Vergangenheit which way? subtle. Subtled. In, in fester Art und Weise wie erwachsene abgelehnt subtle was like subtle L but with a german L like grown ups <laughs> so yeah. sorry it was it said like subtle ah ja yeah. again darüber the... yeah. unterschwellig abgelehnt and that puts us in the greatest danger. und das hat uns in noch größere Gefahr gebracht and now und jetzt as we reviewed the past äh uh, wenn wir die vergangenheit als wir die vergangenheit abgelehnt haben what do we see was sehen wir? Wir haben äh, gesehen, dass wir Sünde äh, gehabt haben, die wir lieb gehabt haben. Even we that we had totally sin. Auch wenn wir behauptet haben, dass wir die Sünde komplett abgelehnt And haben. So these sins that we held on to, Diese lieb äh, äh, gewonnene Sünde, an denen wir uns festgehalten haben, wir jetzt da sind wir jetzt zu einer Zeit gekommen, wo wir diese Sünden vollständig lassen müssen. Und das ist nicht so einfach. Wir schließen mit einem Zitat aus dem Geist der Weissagung: Education. That's ED. Education. Coding is ED, page 52. Seite 52. Do you have this? No. Erziehung. The book will be in German, I'm pretty sure this one is in German. Will you send it to me, Tamina? So just bear with us a moment because we want to get this on um, Brother Wolfgang's mic. Um, it's Education, page 52 in the English. Im Englischen, Education, Seite 52. One. Paragraph 1. What's the coding in German? Don't care. We always use the English. Oh, but the book Education isn't translated? Yes, it's, it's translated. Send me the English one. It's not Christian education, I think that's different. Yeah. What's the reference, so that people can look it up? Im Seite paragraph 1. 52.1. screen what in the app, it's page 50. oh in the app it's page 50 in his childhood no oh a moment yeah it's okay now i have something in his childhood is that how it begins yeah. good are we all there it's fängt an in seiner Kindheit im deutschen Erziehung 54.1. 50 46 you mean or 52? Okay. In his childhood Joseph had been taught the love and fear of God. In seiner Kindheit war Josef die Liebe zu Gott und die Ehrfurcht vor ihm eingeprägt worden. Oft hatte man ihm im Zelt seines Vaters unter dem syrischen Sternenhimmel von der nächtlichen Vision bei Bethel erzählt. Von der Himmelsleiter von äh, die vom von der Erde zum Himmel ging and the descending and ascending angels, und von den auf und nieder steigenden Engeln und von dem der sich vom Thron aus der Höhe Jakob offenbarte. Let's paraphrase mit eigenen Worten. Jacob taught Joseph. Jakob hat Josef erzählt, about what happened to him at was äh, an, bei Bethel mit ihm geschah, the dream about the ladder. nämlich der Traum über die Leiter. On. Weiter. About 20, years later. 20 Jahre später. Man hatte ihm auch von den kämpferischen Begegnungen am Jabok berichtet. When renouncing cherished sins Jacob stood conqueror aus dem Jakob durch den verzicht auf bisher gehegte sünden als überwinter hervorgegangen war and received the title of a prince with god und dann den titel eines fürsten gottes erhalten hatte Sister Aileen, what is the phrase prince with god what word is that prince with god Welches Wort steckt hinter Fürst mit Gott oder Fürst Gottes? He receives a new title and it's called Prince with God. Dieser neue Titel. Was ist das? What's that title? You know it by another name. Du kennst es unter einem anderen Namen. Sorry what? Priest. Priester. Is this rested, you know? Is this Sarah? What's his new name? Was ist sein neuer Name? Israel. Israel. So Israel, he received the title of Prince with God. Israel hatte den äh, Titel bekommen Fürst mit Gott. Das Israel. Das ist Israel. So, what he does now? Was er tat, Is he renounced cherished sins? Er hat ähm, liebgewonnene Sünden abgelehnt. I thought he'd relinquished. Uh, sins Bethel. Ich dachte, er hätte das bereits in Bethel getan. Isn't it? When renouncing cherished sins, Jacob stood conqueror. Das ist Jabok. Also am um, Jabok hat er seine liebgewonnenen Sünden abgelehnt. In terms of salvation. Was die uh, Erlösung angeht. Bethel. Is baptism. Ist Bethel die Taufe? Justification, converted. Gerechte äh, Gerechtigkeit. You die to sin. Du bist der Sünde gestorben. You live to righteousness. Du lebst der Gerechtigkeit. So at Bethel there is no sin. Also ab Bethel gibt es keine Sünde. It's about 20 years from And Bethel to 20, Jabbok. 20 Jahre später am, am Jabbok. And now what's he doing? Was macht er dort? Which sins? Sünden gibt er not da auf? specific what were there, but when were those sins being committed? Wann hatte diese Sünden überhaupt getan? Nach Bethel. These are the sins of Christianity that he's been doing. Das sind die Sünden der Christenheit, die er begeht. And this is not just um, I overate or I shouted at my wife. These are the sins of his, of his life, his story. Das sind die Sünden seines ganzen Lebens. And what does he do to his Was macht er zu seinem, gegenüber seinem Schwiegervater? That he said he would never do again. Wo er gesagt hat, er würde das nie wieder machen. Him. Er, er hat ihn ausgetrickst. He him. Surplanted? Ausgetrickst. Getäuscht. He stole his brother's birthright. Er hat das Geburtsrecht des Bruders gestohlen fathers animals auch alle tiere his des wealth. vaters seinen wohlstand er hat den um, wohlstand seines uh, bruders und auch seines schwiegervaters gestohlen And his wife stole the idols. und uh, seine frau hat die götzen gestohlen he hasn't learned much. er hat nicht viel gelernt <laughs> In, all of his time as a Christian. in der ganzen Zeit als Christ. Und jetzt sin. erkennt er seine Sünden in dem Licht And der he wahren thought, Sünde. He thought he was good. Und denn er dachte, er wäre doch gut gewesen. And that's the experience that we're going through now. Und das ist die Erfahrung, durch die wir jetzt im Moment gehen. We had cherished sins. Wir haben Sünden lieb, geha lieb gehabt. Conservative Christianity. Conservative Christianity, conservative Christianity. conservative um And all that needs to be renounced. All that must abgelegt werden. And it gets renounced when someone who came to help you is actually appears to be attacking you. And äh, man legt das ab, wenn jemand, der dir zur Hilfe kommt, Uh, we attack him. und uh, wir dann glauben, dass wir ein Angriff gegen dich so stop fighting, Wenn du allerdings aufhörst zu kämpfen, the angel that God has sent to help you, dann wird der Engel, der Gott dir zur Hilfe gesandt hat, then you'll relinquish your cherished sin, you'll renounce it. dann wirst du deine liebgewonnenen Sünden ablegen, stand as a conqueror. du stehst dort als Sieger, And you won't be a priest anymore. You'll be what? Dann bist du kein Priester mehr, sondern was? You'll be a prince. Du bist ein Fürst. With a crown. Mit einer Krone. And when you're a prince or the crown prince. Wenn du der gekrönte Prinz bist. That's the second advent. Das der zweite Wiederkunft. You take off what garments? Welche Kleider legst du ab? And put on. Die priesterlichen Kleider legst du ab we'll call it the kingly garments. und legst die königli königlichen Kleider an. Sie says. hat die Geisterweisheit zitiert, indem sie sagt: Die Kleider der Rache. You take your off and you put your on. Du legst die priesterlichen Kleider ab und ziehst die königlichen Kleider an. A new title du bekommst einen neuen Titel. After you conquer. Nachdem du eroberst, Which happens after you stop fighting the angel. erobert hast, nachdem du ähm, aufgehört hast, den Engel zu bekämpfen. Du musst in die Geschichte zurückgehen äh, und du musst alles bereuen, was du damals getan hast. Lass uns beten. Oh heavenly Father. O himmlischer Vater. We want to kneel before you. Wir möchten vor dir niederknien. And we want to confess bekennen, that we have rejected the past. Dass wir die Vergangenheit abgelehnt haben. That we have cherished sins. Dass wir Sünden lieb gehabt haben. Sins that we sünden die wir jetzt genau erkennen können help not fight the angel hilf uns dass wir gegen den engel nicht kämpfen may conquer mögen wir eroberer sieger sein und du hast versprochen uns mehr als nur zu überwindern zu machen du gibst uns einen Ehrentitel kings von königen und königinnen We hold out this hope wir halten an dieser Hoffnung fest and we want to cherish it. und wir möchten sie lieb haben in, Jesus name. in Jesu Namen. Amen. Amen.